Archäologische Gelände. Das Gelände, in dem das Hera Heiligtum gegründet wurde, ist auf zwei aufeinanderfolgenden, ungleich hohen Plateaus angelegt. Der Aufstieg zu diesen erfolgte von Süden über eine monumentale Treppe, die zusammen mit der mächtigen Stützmauer östlich zu dieser als riesige Stütze für die erste Terrasse dient. Westlich, auf halber Höhe der großen Treppe, wurde eine dorische Säulenhalle mit einer doppelten Säulenhalle errichtet. Von diesem Ort sowie auch von der monumentalen Treppe verfolgten sowohl die Pilger den Festzug, der von Argos am Tag, an dem die Hekatombaia gefeiert wurden, ankam. Das Plateau, die Säulenhalle und die Treppe gehen auf das 5. Jahrhundert vor Christus zurück. In der Mitte des ersten Plateaus wurde 420 vor Christi aufgrund der Pläne des argivischen Architekten Eupolemus der neue Tempel der Göttin erbaut, ein dorischer Peristylbau aus Poros mit 6x12 Säulen, der einen Pronaos, eine Zella und einen Opistodom besaß. In der Zella war eine Gold-Elfenbein-Statue der Hera, ein Werk des argivischen Bildhauers Polyklet, aufgestellt. Neben ihr befand sich die Gold-Elfenbein-Statue der Tochter Hebe. Die schreiben Elfenbein. Gold-Elfenbein-Statue ihrer Tochter Hebe, ein Werk des argivischen Bildhauers Naukydes und ein Xuanon der Göttin, das die Argiver 468 vor Christus aus Tyrins brachten, nachdem sie es zerstört hatten. Östlich des Tempels wurde in hellenistischer Zeit ein länglicher rechteckiger Altar errichtet. Noch weiter östlich wurde Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus ein in vier Schiffe unterteilter Säulensaal erbaut, der an das Telesterion in Eleusis erinnert. Westlich des ersten Plateaus liegt außerhalb der Stützmauer des Tempels auf dem tiefsten Niveau des Geländes fundamentiert ein früherer Bau. Er war quadratisch mit einem Mittelhof und drei Räumen und Klinen sowie Tischen und bildete offensichtlich einen Symposienraum. Nördlich von diesem lag eine weitere Säulenhalle aus dem 5. Jahrhundert vor Christus mit einem großen ebenen Plateau an der Front. Entlang der Nordseite des ersten Plateaus erstreckte sich ein Komplex, der zusammen mit dem Symposienbau zum älteren archaischen Tempel gehört. Das höchste Plateau mit den Maßen 56 x 34 Meter, zum Teil in den Fels gehauen und gestützt von einer voluminösen, kyklopischen Stützmauer, war die Terrasse des älteren Tempels. Also ist der ältere Tempel das, was wir gesehen haben, und nicht noch auf dem Hügelchen darüber. Zwei Säulenhallen aus dem Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus wurden am Rande der Stützmauer errichtet. Der alte Tempel ist einer der ersten Peripteraltempel aus dem Beginn des 7. Jahrhunderts vor Christus, der 423 vor Christus Unachtsamkeit der Priesterin Chryseidas abbrannte. Das Heraeum blühte bis in römische Zeit. Zwei Bauten aus dieser Zeit befinden sich im Westen des Heiligtums. Der südliche in Form eines Gamma ist ein Gymnasion und der nördliche ein Bad. Die Stätte wurde von den Argivern als verehrte Ruine bis zur Zeit Pausanias gepflegt.